Es gibt Leute, die sagen, wenn ein Mann eine Tochter hat, also ich habe auch eine Tochter, also wenn ein Mann eine Tochter hat und die kommt in ein gewisses Alter und hat dann erst einen Freund, dann, also es soll Väter geben, die werden dann eifersüchtig, weil der Freund vielleicht attraktiver ist als der Papa. Ja, ist klar, sie lachen, das kann man sich bei mir nicht so vorstellen, aber ja. Aber es gibt so Väter. Ich frage mich, was das für Leute sind. Was sind denn das für Väter? Also ich bin da locker. Überhaupt kein Problem. Ich bin überhaupt ein ganz lockerer Vater. Also ich bin ein richtiger Dad. Ehrlich. Keine Probleme mit meinen Kindern. Schau her, mein Sohn, 15 Jahre. Bloß ein Beispiel, 15 Jahre, sagt er vor kurzem, er tat mit seinen Kumpeln gern fortgehen, auf Nacht. Habe ich gesagt, Markus, kein Problem. Du bist zwar erst 15, aber ich sage das auch, gehst fort mit deinen Kumpeln, aber du bist erst 15, um 10 bist du daheim. Dann sagt er, Papa, das finde ich toll für dir, dass du mir das erlaubst, aber es gibt ein ganz kleines Problem. Es ist schwierig, dass ich um 10 daheim bin, weil wir haben jetzt gesagt, wir gehen um 10:30 fort. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das ist heute so. Das ist heute so. Wir sind um 7 vorgegangen und um 12 waren wir daheim. Das läuft heute ganz anders. Also heute kommt um 8 kommt der SMS, da steht dann drin, um 9 schickt er eine Mail. Und dann hocken sie am Computer und warten auf die Mail. Und um 9 kommt dann eine Mail und da steht dann drin, ich rufe die um 11 Uhr, wo wir hingehen. Dann wird 2 Stunden geschminkt und geschmiert und dann, also, haben wir ein Problem. Ich sage, um 10 Uhr soll er daheim sein, er sagt, um 10:30 geht er weg. Aber er ist mein Sohn, ich bin sein Vater, ich bin eine Autoritätsperson. Also der erwartet von mir dann schon eine Antwort. Habe ich gesagt, Markus, das ist mir klar, dass das nicht einfach ist, wenn du um 10:30 weggehst, dass du um 10 daheim bist. Aber er erwartet von mir eine Antwort und darum habe ich gesagt, frag Mama. Ja. Die war natürlich nicht daheim, weil sie irgendwo beim Frauenbund was bastelt haben für Ostern oder für Weihnachten, die bastelt immer irgendwas, habe ich gesagt, Markus, jetzt machen wir einen Kompromiss. Du gehst um 10:30 weg und bist um 1 daheim und morgen fragst du Mama, ob du darfst hast. Das hat er dann gemacht. Ich habe am nächsten Tag einen Wahnsinnsanschiss gekriegt von meiner Frau. Dann habe ich gesagt, also geil, bloß dass das klar ist, er ist vorgegangen, nicht ich. Aber ich wollte eigentlich gar nichts von meinem Sohn erzählen, sondern von der Tochter. Also wie gesagt, 17, das Alter, erster Freund. Aber mir regt das nicht auf. Wie gesagt, ich bin kein so ein verbohrter Vater. Ich habe es auch gesagt zu meiner Frau. Ich hab gesagt, reg dich nicht auf. Das ist doch ganz normal, dass die einen Freund hat. Tu dich nicht hinab. Dann hat sie gesagt, sag einmal, spinnst du, was schreist du so, jetzt ist 3:30 in der Früh. Ja, da hat sie schon recht gehabt, ich habe nicht schlafen können, weil immer wenn ich die Augen zugemacht habe, dann habe ich ein schwangeres Kind gesehen. Und das hat genau ausgeschaut wie meine Tochter. Und wenn ich die Augen aufgemacht habe, war es wieder weg. Habe ich nicht schlafen können. Obwohl, ich habe Verständnis, ein Kind hat Bedürfnisse. Auch wenn es erst 17 ist, hat es doch schon ein Hormon ab und zu. Darum habe ich auch kein Problem, wenn sie einmal ein Händel halten. Mei, das ist normal. Allerdings habe ich gesagt, geil, also einsame Orte meiden. Ich habe gesagt, ins Freibad könnt ihr gehen. Badeanzug war mir lieber. Bikini-Sektor, partieren, das braucht er nicht sehen. Und wenn was ist, habe ich gesagt, du hast ein Handy. Du rufst mich an
Und bevor der irgendwo hingelangt, wo er nicht hingelangen soll, ist der Papa da. Aber nicht ins Kino, habe ich gesagt, da hast du kein Netz. Andererseits, junge Leute wollen dann Spaß. Ich habe gesagt, macht mal eine Radtour, das ist auch super. Du, wenn du mir einen Tag vorher Bescheid sagst, bin ich nicht mehr frei. Kein Problem. Für meine Tochter mache ich alles. Die erste Liebe, da habe ich Verständnis, da haut es dir alles durcheinander. Hormonell, da bist du ganz blöd. Bei meiner Tochter, da ist es so, da schlägt sich das scheinbar auf den Kopf. Kopfweh, Kopfschmerzen. Weil seit ich den Freund habe, nimmt es immer auf die Nacht um 7 Uhr so kleine weiße Tabletten. Und meine Frau hat gesagt, solange was den nimmt, brauchen wir uns keinen Kopf zu brechen machen. Wobei man es nicht so ernst nehmen darf. Die erste Liebe, das ist auch so. Das ist auch nicht gleich der Mann fürs Leben, normalerweise. Also, das ist, darum ist auch mir das relativ wurscht, was er hat und was er ist. Das weiß man doch nicht, ob das die Zukunft ist, der Mensch. Überhaupt, ob er Geld hat oder was. Ich habe ein ungezwungenes Verhältnis zum Geld. Darum habe ich auch gesagt zu ihm voriges Mal, schau her, ich habe da so einen Fragebogen entworfen. Der war so eingeteilt, also Fonds, Aktien, Bausparer, Sparbücher, habe ich gesagt, ich habe ein ungezwungenes Verhältnis zum Geld, habe ich gesagt, den füllst du jetzt ganz ungezwungen aus. Und unten habe ich eine Rubrik gehabt, sonstiges Vermögen. Dann sagt er, ja, was bedeutet das? Habe ich gesagt, das ist ein Vermögen, Wertgegenstände, das du mal zu Geld machen kannst, wenn es auch einmal schlecht geht. Dann hat einer geschrieben, ein Snowboard. War ich gesagt, da, und Humor hat er schon. Aber meine Tochter kriegt er nicht. Hey, ich hab doch das Kind nicht aufgezogen, dass irgendwann das Snowboard heiratet. Ja, leid. Was sind wir denn? Obwohl er eigentlich freundlich ist. So ist er ein freundlicher Mensch. Weil, heißt es aber, die jungen Leute haben keinen Anstand. Der, wenn kommt, der sagt immer, hey, immer. Ich sag, grüß Gott, ja. Hey. Wenn er geht, weiß ich nicht, was er sagt. Da schlafe ich. Mir ist das total wurscht, wann der geht. Ich habe voriges Mal gesagt zu meiner Tochter, wann ist er denn fort gestern? Sagt es um 3. Habe ich gesagt, nein, um 3:04. Also insgesamt bin ich nervlich. Also ich hab gesagt, ich bin ein cooler Vater, mir ist das alles wurscht. Aber nervlich, voriges Mal ist fast ein bisschen kritisch geworden. Wir sitzen im Wohnzimmer. Er, meine Tochter, meine Frau und ich. Schauen wir die Jahreshitparade der Volksmusik. Und dann ist kritisch geworden. Der Florian Silbereisen singt gerade ein Duett mit der Mireille Mathieu. Das ist an sich schon ziemlich kritisch, aber das meine ich jetzt gar nicht. Das meine ich jetzt gar nicht. Die singen gerade so, sagt meine Tochter, ohne Vorwarnung. Wir gehen jetzt ein bisschen in mein Zimmer. Ich bin ja so der Schrocker. Mir ist der Presssack Zampengurkerl aus der Semmel rausgerutscht und in meinen Früchtebecher rein. Ja. Ich hab mir gedacht, die können doch nicht ins Zimmer gehen. Wir haben dir das Zimmer gekauft, das lernt. Und nicht, dass da irgendeine Unzucht passiert. Ich hab sowieso gesagt, was muss in einem Jugendzimmer ein Bett drin sein? Nein? Kann man ins Schlafzimmer auch noch eins einstellen? Nein, sind wir also einsam. So, jetzt will ich ins Zimmer. Ich hab mir gedacht, ich muss einen Hammervorschlag machen, dass das nicht passiert. Habe ich gesagt, jetzt trinkt man einen Schnaps. Keine Reaktion. Im Gegenteil, meine Frau sagt, ich mag keinen. Das ist typisch. Die kann sich doch auch mal opfern für ihr Kind und einen Schnaps trinken. Nein, mag keinen. Habe ich gesagt, dann spielen wir miteinander Monopoly. Zu meiner Tochter habe ich gesagt, du kriegst Schlossallee. Geschenkt. Mit 3 Häusern. Was sagt meine Frau? Na, lass halt ins Zimmer gehen. Das sind doch junge Leute. In Deutschland sterben Männer ungefähr 5 Jahre vor den Frauen. Aber nicht was saffend und rauchend. Was uns umbringt, ist das ewige Dagegenreden. Das bringt uns um. Ja.
Trinkt man einen Schnaps? Nein. Spielen wir Monopoly? Nein. Das ist ein Stress. Das bringt uns um. Ja, dann sind sie aufgegangen. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, sag einmal, spinnst du? Weißt du, was die zwei jetzt machen da oben? Sagt sie, nein, weißt du? Sag ich, nein, das ist ja das. Wenn ich es wissen könnte, sie aufgehen, ich weiß es aber nicht. Dann habe ich überlegt, was tue ich? Die Jahresparade war mir wurscht, ich hab denen gar nicht mehr zugeschaut. Dann haben wir gedacht, Moment. 5 Minuten später ist es mir eingefallen, habe ich gesagt, jetzt bringe ich denen Chips. Ein Packerl Chips genommen, auf über Treppen, Tier aufgerissen, pst, sind sie drin gesessen auf der Couch, einen Meter auseinander, die haben sich gar nicht berührt. Zu früh gekommen. Wie es mir immer geht. Ich bin da. Ich bin dann runtergerannt zu meiner Frau, habe ich gesagt, ich bin zu früh gekommen. Ja, sagt sie, das haben wir schon gedacht. Sag ich, jetzt warte ich eine Viertelstunde, aber dann bringe ich Gummibärl. Dann habe ich eine Viertelstunde gewartet, dann bin ich auf mit Gummibärl. Tier aufgerissen, gleiche Stellung, einen Meter auseinander, haben Fernsehen geschaut, ganz, also. Dann bin ich runter, habe ich zu meiner Frau gesagt, du, das ist der gleiche Depp wie ich. Na, sagt sie, das hab ich mir schon gedacht. Na, sag ich zu ihr, aber du weißt doch, wie wir mir Männer sind. Na, sagt sie, woher soll denn ich das wissen? Also, das ist eine Unverschämtheit. Wobei es partiell hat's recht. Ich bin nämlich nicht so triebgesteuert. Ich bin mehr der intellektuelle Typ. Also, triebgesteuert bin ich nicht. Also, zumindest nicht bei meiner Frau. Hat gesagt, also, hast du jetzt Vertrauen in deine Tochter? Habe ich gesagt, jetzt habe ich Vertrauen. Also mit den Erden ist der Wort jetzt eine halbe Stunde.